Doch. Oha, 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 oha. So, Piraten sind ein ernstes Problem, das eure unmittelbare Aufmerksamkeit verlangt. Wie wollt ihr mit diesem Meeresungeziefer verfahren? Meeresungeziefer. Ein Triere und ein Stern zur Navigation plus zwei Flottenrekrutierungskapazität. I do not care. Nur ein toter Pirat ist ein guter Pirat. Jagt die Typen. Mein versteckter Agent wurde entdeckt. Wer das wohl war? Also ich weiß nicht, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Vor allen Dingen versteckt war der nicht, der stand voll breitbeinig da. Der? Ja, die. Entschuldigung. Sorry. So. Dude. So, mein Adliger ist ein Rang aufgestiegen. Und der macht auch. Hey! Das da. Das da. Was da? So, eine Fraktion steigt auf. Die Rugier. Toll. Der Baubericht, das ist wunderbar. Die Goten, da, warte, beim Baubericht. Minus öffentliche Ordnung ist halt eigentlich nicht gut. Zu euren Diensten. Egal. Randa und dann brauche ich das dafür mehr öffentliche Ordnung und das dafür mehr Nahrung und mehr öffentliche Ordnung. So, der Haushalt erweitert sich von diesem Generals-Heini. Der Haushalt erweitert sich von diesem Helden. Und der Aha. Quartiermeisterbericht ist da. Bitte einmal vorlesen. Bitte einmal zum Mitschreiben. Wie kann ich dem Volke dienen? So. Mein Verstand und meine Worte stehen in eurem Dienst. Ah, er hat die Siedlung aufgegeben. Ja, perfekt. Dann ist das Einzige, was ich hier tun muss, das Umbauen. Und den Typen hier rausschmeißen. Ach so. Ja, dann Bewegung abbrechen. Warum genau darf der hier stehen und ich darf ihn nicht angreifen? Er ist schließlich in mein Land eingebrochen. Ja, nicht andersrum. Ja, das finde ich immer komisch. Wenn die was machen, ist es kein Problem. Aber wenn man selbst irgendwas machen will, ist es sofort Krieg. Ja. Also ich meine, ich könnte Ihnen natürlich jetzt den Krieg erklären, aber was habe ich davon? Naja, So, Krieg. außer dass ich. Genau, Krieg, aber. So, du nimmst jetzt mal die Beine in die Hand. Und schaust, dass du hier hochkommst. Wie viele Runden brauchst du denn bitte dafür? Drei. Wow. Und dann ist er immer noch im Gewaltmarsch. Heißt, eigentlich sind es vier. So, was sagt denn die Diplomatie? Hier, willst du Ich erwarte eure mit mir Befehle. handeln? Arschloch, okay. Ich nehme das als Nein. Wie schaut's mit dir aus? Willst du mit mir handeln? Wohl nicht. Gut, dann halt nicht. Dein Pech. Wie schaut's? Ich weiß nicht, ob Karthago sich noch lohnt, da ein Handelsabkommen. Naja, So. an. Sie wollen es auf jeden Fall. Für ein paar Runden heißt es, kriege ich mehr Geld. Sehr schön. Wo ist denn Karthago noch? Sag Ah, da ganz ich hinten. dir nicht. Ah, ja, ich weiß es.
So, die Kimmerer. Kimmerer? Du willst also keinen Handel. Okay. Die Norika. Ja, nehmt euch wirklich kein Handelsabkommen, weil euch könnte sein, dass ich euch in der nächsten Zeit mal töte. Gut, also ich meine, ihr hättet Geld bekommen, damit ihr gegen den Tobi kämpft, aber dann halt nicht. Was? Ja, vielleicht sollte ich mal den Römer anpieksen und sagen, das sollte ich angreifen sollen. Ich meine, so, genug Geld. Nee, ich wollte ein Handelsabkommen mit Pontos machen, aber. Okay. Sie hatten keine Lust. Habe ich mir gedacht, ja gut, ihr Pech. Ja, so lange leben die auch nicht mehr. Eben, sage ich ja. Vielleicht hätte es das um eine halbe Runde verlängert. Naja, dann hätten sie vielleicht Geld bekommen, ja. Oh, ich glaube. Warte. Ich glaube, wir spielen nämlich jetzt ein Gefecht. Oho. Also heißt das, wir spielen ein Gefecht oder nur du spielst ein Gefecht und ich schaue zu? Das ist in der Tat eine sehr gute Frage. Warte mal, was weiß ich über die Stadt? Na, wir spielen ein Gefecht mit 6 Garnisonseinheiten. Okay. So, vorausgesetzt natürlich, ich tue das wirklich. Ja, oder automatisch, also. Oh, aber die haben Verbündete. Wo zur Hölle sind denn die Räter? Die Räter, die sind, glaube ich, irgendwo, wo ich sie noch nicht gefunden habe. Heißt, es ist mir egal. Wunderbar. Ich such mal die Räter. Bitte? Ich such mal die Räter. Okay, mach das. Ich glaube, eigentlich brauchen wir das gar nicht zu spielen. Ja. Dann Automatico. Ja, ja. Wollen wir wirklich nicht. Oh mein Gott, ich muss diese Stadt plündern. 7000! Ja. So, dann mach weg den Aal. Das ist mir wurscht, das muss weg, das muss auch weg und das da muss auch weg. Ah nee, warte mal, hey. Das können wir reparieren. Ah, warte, Korea, wo ist Korea? Ah! Umso besser, die Stadt hätte ich nämlich sowieso einnehmen wollen. So. Okay, ich finde gerade echt die Räter nicht, also... Die Räter haben, glaube ich, nur eine Stadt. Das ist, wenn du von Noraya aus... Oder warte mal, wo ist das auf der Karte? Wenn du... Ja, das ist in... Retia... Et... Ket... Et... Nuricum. Ah, da oben. Also über... Ja. Ah ja, okay, ja. Jetzt sehe ich sie. Oh Mann. Ja, also easy. Ich glaube auch, die werden kein Problem. Ah, und die haben hier sogar eine Armee stehen mit ganzen, die bronzenen Bären mit ganzen 6 Einheiten drin. Ja. Wie sieht eigentlich meine Armee aus? Wow. Ich habe 2 Einheiten, die Schaden gekriegt haben. Die eine ist mein General und die andere ist eine Hopliteneinheit. Gut. Alle anderen sind unverletzt geblieben. Jetzt weißt du, wer überhaupt angegriffen hat. So.
So, wie schaut denn das aus? Ziehe ich euch von hier ab oder nicht? Na, warte mal, bist du? Nee, bist du nicht. Bist du? Zu euren Diensten. Ah ja, du bist die komische Einheit. Dann brauchst du eigentlich nicht da hochzulaufen. Dann gehst lieber du in den Gewaltmarsch und rennst. Lauf. Lauf, Asterix, lauf. Bis du da oben bist, ist eigentlich wahrscheinlich auch schon egal. Aber hey! So. So, und das da. Okay, hier baue ich noch was. Siedlung erobert. Malwa, das ist doch schön. Fraktion angetroffen. Die Räte. Haushalt hat sich erweitert. Nahkampfangriff für alle Einheiten beim Kampf gegen barbarische Stämme. Ja, von meinem Basileus. Sehr schön, das ist gut. Das passt zu dir gerade sehr, ja. Ja. Habt ihr genügend Einfluss in dieser Provinz, könnt ihr die Siedlung nach euren Bedürfnissen entwickeln. Wow. Tue ich eh. Eure Streitkräfte haben die Siedlung geplündert und sich großen Reichtum verschafft. Okay. Was genau mache ich jetzt noch? So, du. Klaust weiter Brot. Du. Geh mal da hoch. Was kannst du denn machen? Siedlungssabotage. 415 Gold dafür, dass du eine 33%ige Erfolgswahrscheinlichkeit hast. Ich glaub's auch. Ah, guter Witz. So. Hero! Geh mal. Geh mal nach Rom. Oder nicht nach Rom, aber darüber. Das so, petze ich, vielleicht will er dich dann angreifen. Bitte was? Das petze ich, dann will er dich wahrscheinlich angreifen. So, ja, die Karte hört da oben eh auf, oder? Ja. Ja. Dann bräuchte ich eigentlich nicht hinfahren. Dann fahren wir doch lieber danach irgendwie Great Britannia rüber. Und dann schaue ich noch einmal kurz auf meine Liste mit Gedönses. Was, eine Liste? Ja. Wow. So. Handel, Wohlstand, das ist eigentlich alles ganz nett, aber ich habe die Nahrung dafür nicht. Ja, nee, da brauche ich nichts zu machen. Und hier brauche ich auch nichts zu machen. Da machen sie schon was. Da, gut, dass ich da geguckt habe. Das da ist wahrscheinlich nicht schlecht. Und hier. Das ist natürlich ungünstig hier. Was war da nochmal der Grund für?
Hellenisch geht aber wieder hoch jetzt. Nein. Gebäudezufriedenheit, Gebäudeverarmung, Ereignisse, Unterschiede, Steuern, Sklaven, Fraktionen. Ja, hat schon wieder beendet. Okay. Na dann bin ich. Warte. Denke ich. Fertig. Spiel abgebrochen. Okay. Hat das Spiel verlassen? Ja, jetzt kannst du mich hören, oder? Ja. Okay. Gerade konntest du das mich wieder nicht hören. Mut ist Zahlen überlegen. Vegetius, römischer Schriftsteller um 383 nach Christus. Interessante Zeit damals. Das war ja so das Ende vom... Warte mal, wenn jemand einem Klientel von dir den Krieg erklärt, ist es dann... Okay, ich muss die komplette Ding nochmal machen gleich, glaube ich, oder? Ah nee, weil du bist ja dran. Ah, ich bin dran? Achso, ja, wahrscheinlich ja. Kurz vor dem... warte. Mir ist nämlich... Hä, nee, aber sie ist... Sie müsste eigentlich da drüben stehen, wenn ich noch dran gewesen wäre. Und Malva gehört mir auch noch nicht. Ja. Ja, das war wahrscheinlich ja. Deine komplette Runde dann. Ja. Ja. Naja. Ich hoffe, jetzt geht's. So, ja, Piratenjagd, auf geht's, Quartiermeisterbericht, wunderbar. Dann machen wir das hier nochmal, wir erklären denen den Krieg. Und machen die wieder weg. Yippee-yay! Und dann nehmen wir das ein. Wow. Irgendwie habe ich diese Runde mehr Geld. Achso, weil ich noch nichts gemacht habe damit. Vorhin habe ich schon angefangen damit, um mich zu werfen. So, das Gute daran, ich kann einen Befehl, den ich vorhin gegeben habe, der Käse war, zurücknehmen. Mhm. So. Und zwar kannst du hier bleiben, während du in den Gewaltmarsch gehst und anfängst zu laufen. Und zwar läufst du bitte da hoch. Wenn du irgendwie bis da hinkommst, irgendwann mal. So. Oh. Okay. Dann kannst du hier hingehen. Und dein Leben auf die Reihe kriegen. Welche Flotte? Hat irgendwer was von Flotte gesagt? Du sollst... Und jetzt kann ich ihn nicht... Oder? Warte, doch. Müsste ich schon können. So. Es hat niemand was von Flotte gesagt. Du sollst die Stadt besetzen. Was soll ich da reinstellen? Das nervt immer, wenn die das machen. Ja, aber wirklich. So, was hatte ich da genommen? Das da. Den hatte ich nicht ausgebaut. Fraktion angetroffen, Siedlung erobert, bla bla. Der Typ. Ach so, warte mal. Es muss doch irgendwas geben für kulturelle Konvertierung oder so. Öffentliche Ordnung, lokale Provinz, ist auch nicht schlecht. Wohl aktuell nicht.
Und lauf, mein Junge. So, was machst du? Du klaust Brot. Du klaust auch Brot. Du gehst darüber, weil das war, was du vorhin schon machen solltest. Du fährst darüber. Okay. Dann haben wir die ganzen Armee-Dinger oder Bewegungssachen abgehakt. Da gibt's nichts zu tun. Hier gibt's aktuell auch nichts zu tun. Da gibt es schon was zu tun, nämlich. Das da. Und das da. Und ansonsten. Naja, genau. Nee, das ist das. Genau hier. Bam. Und. Hier dann in Noraya. Warte mal, habe ich jetzt auf Reparieren oder? Ne, Abriss, okay. Abriss. Und das kannst du wieder aufbauen. Okay. Und hier, genau, das ist hier das mit Rome. Ja. Was ich vorhin fragen wollte, wenn ein Gegner einem Klientel von dir den Krieg erklärt, erklärt er dir dann automatisch auch den Krieg? Du kannst dann entscheiden, ob du dich auf die Seite deines Klientel stellst, und wenn du es nicht machst, dann beendet ihr euer Klientel. Okay. Also an sich, ja. Also grundsätzlich ja. Schon, aber irgendwie nein. Am lustigsten ist dann, wenn ein Klientel das andere Klientel angreift. Und du denkst dir dann, boah, come on. Ja. Weil, ja, entweder du stellst dich dann auf Seiten des Angreifers oder auf die Seite des Verteidigers. Warum mag Rom mich mittlerweile so gerne? Verdammt, ich wollte die gerade bestechen, dass sie dich angreifen. Wieso mögen die dich? Nein. So gern mögen sie mich dann auch wieder nicht. Okay, gut. Okay, gut. Okay. Ja. Warte mal, mit wie vielen Leuten bin ich denn gerade im Krieg, lol? Na gut, mit 3 Fraktionen und Sklaven. Ah. This is easy. Ja. Okay. Und dann. So, du bist jetzt diese komische Armee, oder? Genau. Wäre es denn? Habe ich hier irgendjemanden? Was kannst du Tolles? Baukosten für landwirtschaftliche Gebäude. Wow, okay. Wohlstand durch Landwirtschaft. Wenig Gravitas, wenig öffentliche Ordnung. Was bist du denn für eine Niete? Nicht Fähigkeit motivieren. Aber du bist traurigerweise der Beste, den ich habe.
Ja, genau. Bitte da rein. So. Da müssen wir erstmal hier die Armee umbenennen. Und wie heißt dieses Ding, womit man Stahl heiß macht in der Schmiede? Blasebalken, oder? Ja. Blasebalg? Ja, oder halt die Esse. Also das ist das Schmiedefeuer. Ah. Spartas Esse. Wow. Nee, Glut der Esse. Oh. Hm. Okay. Dramatisch. Dann kommt mal die Hansel von drüben mit dem Amboss rüber. Mhm. Ach, schön. Ja, ist das lustig. So. Gut. Habe ich irgendein cooleres Symbol noch? Ah, okay, wohl nicht. Nehmen wir den Tintenfisch. Ja, was ist mit Malva? Ich weiß, dass ich die Siedlung eingenommen habe. Das war die erste Aktion in der Runde. Oder die zweite vielleicht. So. Und... Ah, aber... Warte mal, wo... Hä? Ich hab doch irgendwo... Wo war denn das? Oder habe ich das doch nicht gemacht? Würde mich eigentlich wundern. Ja, dann brich mal den Bau von dem Ding ab und reiß es ein. Du reißt dich einfach ein. Ja. Ich brauche an der Stelle was anderes. Ja. So, aber die noch nicht. Okidokidi. Da bin ich jetzt, glaube ich, fertig.